Herzlich willkommen zu 1000 PSTV. 30 Jahre Fireblade, da steht sie, ein unfassbar edles Gerät. Und bei mir steht auch die Eminenz der schnellen Fahrt, Martin Bauer. Ganz große Freude, es gibt keinen Würdigern, der die 30 Jahre Edition von der Fireblade testen kann. Hier am Slowakia-Ring bleibt's dran, ein Wahnsinn. Martin, du, Fireblade, natürlich ein Traum seit 1992. Ich bin, glaube ich, fast jede Generation gefahren. Du vermutlich, du bist eher dann bei der 2004er eingestiegen, oder? Ja, ganz genau. Also bei der SC57, das war so der erste richtige Kontakt mit Honda, war ich auch in der Lage, den ersten Meistertitel in der deutschen Superbike-Meisterschaft zu fahren. Also ich kenne mich ganz gut aus mit den Modellen. Ja. Den Nachfolger, die SC59, die 2008 gekommen ist, habe ich Gott sei Dank auch zum Meistertitel gebracht. Also da hat es einen guten Sprung gegeben. Ja, und man kann sagen, sie ist dann mehr oder weniger unverändert geblieben, wenn man die Basics heranzieht, bis zu dem neuen Modell, der SC82. Und da hat es dann einen richtigen Knall gemacht. Da hat Honda gesagt, so, jetzt reicht es uns, jetzt wollen wir mal richtig was rauszaubern aus dem Hut. Ist ihnen super gelungen und das war eben ab 2020 mit der SC82 ist dann wirklich eine Top-Feuerklinge da rausgekommen. Und da haben wir ja eh schon ausführlich über dieses Motorrad berichtet. Ja. Du, das war eher ein Traum und ich meine, die 1,52 am Pannonia-Ring, eine echte Sternstunde, aber eine wirklich riesige Freude habe ich damit gehabt. Und jetzt ist so, diese SC82, das hätte ich natürlich nicht gewusst, das Kürzel, aber du bist natürlich die Eminenz, du weißt es. Die war ja schon wirklich so, dass man sich gedacht hat, okay, jetzt haben sie wirklich ernst gemacht. Und trotzdem hat es so ein paar so ganz kleine Sachen hat's noch gegeben, die man noch weiter verbessern hat können. Und das ist jetzt bei dieser 30-Jahre-Edition, ist es jetzt verbessert. Also nicht nur jetzt diese wahnsinnig schöne Lackierung, sondern es ist auch technisch etliches verändert worden für diese 30 Jahre Fireblade Edition, oder? Ganz genau. Die SC82, die ja vor 2 Jahren neu rausgekommen ist, war wirklich ein komplettes Novum, also eine Neuheit von seitens Honda, wo nichts beim Alten geblieben ist. Vom Chassis über den Motor, die Elektronik, also es war wirklich alles komplett neu und es war ein richtig großer Wurf. Also die hat vom Fleck weg schon sehr gut funktioniert. Ich habe mich ja da intensiv mit dem Fahrzeug auseinandergesetzt. Sie hat allerdings für den Normalanwender ein paar Problemzonen gehabt. Das eine war die extrem lange Übersetzung. Die war ja auf 360 km/h übersetzt. Also das ist mehr als was auch der Motor in der Lage gewesen wäre zu schaffen. Das hat halt Gründe gehabt von Geräuschen, Emissionen etc. Und das wäre nicht so das Hauptproblem gewesen, weil das könnte man, Übersetzung kann man einfach ändern. Aber sie hat eine Elektronik gehabt, die das nicht verzeiht hat oder verziehen hat, diese Übersetzungsänderung in einem gewissen Maß zu machen, wo man es benötigt hätte. Dann hat es Probleme mit der Elektronik gegeben. Und genau da hat jetzt Honda angesetzt. Wir haben sie beim Vorgänger, bei der 2020er, haben wir mit einem Workaround, haben wir das ja geschafft, diese Problematiken zu beheben. Und Honda ist jetzt hergegangen und hat eben bei der neuen 2022er, wie wir es hier stehen haben, genau diese Problematiken eigentlich beiseite geschafft. Das war sehr gut, weil das für einen, ich sage mal, Normal-User einen richtigen Benefit bringt. Zum einen haben sie die Sekundärübersetzung um einiges kürzer gemacht. Man ist nicht mehr auf 360 km/h übersetzt, sondern schon mal deutlich geringer, was nicht nur für die Rennstrecke super ist, sondern natürlich auch für die Straße einen riesen Vorteil bringt. Was haben Sie jetzt übersetzt? 330, 320? Sowas in der Größenordnung 330. Also ist immer noch schnell genug, aber auf jeden Fall mal um einiges brauchbarer. Ja. Ich drücke es mal so aus. Und alltagstauglicher. Und zusätzlich
eine Änderung an der Elektronik gemacht, dass wenn man diese Übersetzung trotzdem nochmal ändert, weil für die Rennstrecke muss man es trotzdem nochmal ein bisschen kürzer übersetzen. Das ist aber nichts Außergewöhnliches. Das muss man generell bei jedem Fahrzeug machen, weil in der Serie sind die alle etwas länger übersetzt, weil man eben, wenn man wirklich Autobahn fährt, längere Zeit, zum Beispiel in Deutschland, wo du da schneller als 130 fahren darfst, dann ist es auch Blödsinn, wenn du bei 180 permanent schon bei 10.000 Umdrehungen umfährst. Ja, das ist dann auch nicht wirklich brauchbar. Deswegen macht man in der Serie relativ lange Übersetzungen, natürlich auch wegen Geräuschemissionen und Abgasen, und geht dann her und macht es kürzer. Das kann man hier auf jeden Fall machen, auch ohne Probleme jetzt mit der Elektronik zu bekommen. Also das war einer der wichtigsten Punkte, die sich Honda auch zu Herzen genommen hat. Das ist sehr erfreulich gewesen, eben die lange Übersetzung zu kürzen bei der 2022er und die Elektronik so anzupassen, dass man dann auch im Nachgang noch die Übersetzung ändern kann, ohne in Probleme zu geraten. Ja. Ich meine, die Kisten, die ist schon unvorstellbar arg motorisiert, aber wir haben da drinnen, glaube ich, 217 PS, wenn ich mich erinnere, und ich weiß jetzt aber nicht, was für ein Drehzahlniveau, wie hoch dreht denn das wirklich? Ja, das Draht 15.100 Umdrehungen schon, also das ist eigentlich ein Wahnsinn in der Serie, ja, für einen 1000er Motor. Ne? Ja, ja, ja. Das haben früher die 600er nicht gedreht, ja, in meiner Anfangszeit. Ja. Also das ist schon, man muss schon sagen, was man da in der Serie mittlerweile aus der Auslage bekommt, ist schlichtweg einfach ein Wahnsinn. Man muss auch sagen, es performt auch wirklich gut. Vom Fleck weg auch die Fahrwerke, die drinnen verbaut sind, sind zum Beginn auch schon sehr, sehr gut gemacht. Man hat Automatikmodus, gerade mit dem elektronischen Fahrwerk. Wir haben Möglichkeiten für die, die es wirklich wissen wollen und auf Kit-Elektronik umbaut zum Beispiel. Die gibt es ja nach wie vor, dass ich hier alle Einstellmöglichkeiten vorfinde. Ich kann mir dann Traktionskontrolle zum Beispiel, Gasannahme, Willi-Kontrolle kann ich mir dann wirklich auf mich hin konfigurieren und quasi den Anwendungsbereich nochmal extrem verbreitern. Ja. Und dann kann ich aber dieses elektronische Fahrwerk nicht unterstützen. Da haben wir aber die Möglichkeit, das auf manuell umzubauen, um auch in der Kit-Version, die Honda ja anbietet dann, oder die Kit-Elektronik, die es als Option gibt, dann auch die Fahrwerke anpassen zu können. Also man hat, muss ich sagen, hier wirklich ein sehr performantes Paket von der Basis schon weg und hat noch die Möglichkeit, da eins draufzulegen, wenn man sagt, man will dieses Fahrzeug auch nur für die Rennstrecke verwenden, dann hat man da wirklich die Möglichkeit, ein geniales Superbike draus zu basteln, so wie wir es ja mit der 2020er schon exerziert haben. Diese Pakete, die wir da entwickelt haben, lassen sich auf die 22er natürlich 1:1 anwenden. Man kann das 1:1 verwenden und hat da wirklich gute Möglichkeiten. Wir haben, für die, die es auch interessiert, die Möglichkeit herausgearbeitet, sehr einfach ein Data Recording anschließen zu können. Das heißt, auf die Serienelektronik, so wie wir es da stehen haben, sind wir in der Lage, über den Diagnosestecker Data Recording anzuschließen, und man hat eigentlich die wichtigsten Daten dann sofort mitgelockt, wie Drehzahl, Speed, Drosselklappenstellung, alles das, was man braucht, um sich fahrerisch zu verbessern oder auch das Motorrad besser an sich anpassen zu können, kann man mit so einem System dann mitlocken, im Nachhinein sich anschauen. Und das ist ein wichtiges Tool, das liegt irgendwo bei 1000 Euro, also in Wahrheit wirklich sehr überschaubar. Und man hat ein vollwertiges Data Recording da drauf, wie man es eigentlich im High-Rennsport kennt. Das kann man noch erweitern über Fahrwerkssensoren, wenn man es dann möchte. Aber die Basis kann man so eigentlich sehr gut erfassen und lässt sich dann wirklich sehr gut in verwertbare Daten dann auch ummünzen. Ja. Aber sogar für die Serienelektronik. Ganz genau. Wir haben es ja für die Kit-Elektronik haben wir es ja letztes Jahr schon gemacht. Und weil ich sehr viele Kunden bei uns mittlerweile haben mit der Fireblade, die jetzt nicht unbedingt die Kit-Elektronik verwenden, weil sie doch ein gewisser Aufpreis darstellt, habe ich versucht, auch für die Standardelektronik Pakete zu entwickeln, wo man dann auch auf die aufbauend Abstimmungen machen kann, das heißt Einspritzung anpassen an verschiedene Auspuffanlagen, Data Recording nachträglich installieren können. Und das ist uns jetzt gelungen und das können wir jetzt auch für die 2022er 1:1 anbieten. Und das sind, glaube ich, interessante Pakete, um dann auch auf der Rennstrecke mit dem Fahrzeug wirklich das Letzte rausholen zu können. Ja,
Das, ich sage dir jetzt ganz ehrlich, Martin, mit dem Fahrzeug auf der Rennstrecke das Letzte rausholen zu können, da musst du wirklich gut fahren können, weil es ist unglaublich, was die Kiste kann. Unglaublich. Und ich meine, ja, wenn du dich viel damit beschäftigst, wenn du viel Feier gibst, dann ist natürlich immer noch ein bisschen Spielraum nach oben und diese Verfeinerungen sind dann natürlich entscheidend und ganz wichtig. Insofern ist es großartig, dass das gibt. Aber es gibt noch so etwas ganz, ganz Banales, wo ich immer das Gefühl habe, also ich bin wirklich ein Fireblade-Fan der ersten Stunde. Ich habe aber relativ oft erlebt, dass ich mir gedacht habe, ja, Alter, aber der Abstand, Sitz und Fuß draußen, der war immer, der ist teilweise auf die 600er angenehmer gewesen wie auf der Fireblade. Da war der Abstand immer relativ kurz, das heißt, du hast einen echt ernsten Kniewinkel. Und ich selber hätte hin und wieder das Gefühl gehabt, na, da ein bisschen höher sitzen wäre mir jetzt wurscht. Ich habe irrsinnig tiefe Stummel, aber trotzdem wäre ich gern einfach von der Beinhaltung ein bisschen höher gesessen. Und das ist bei der jetzt, also das haben sie jetzt nicht geändert. Genau, also das ist gleich geblieben. Das ist, wenn man es wirklich Richtung Rennstrecke betrachtet, fast ein bisschen knapp ausgefallen. Also jeder, der ein bisschen größer ist, ich bin jetzt auch nicht so der Komplettriese, aber so mit 1,80 wird schon ein bisschen schwer. Ich habe sehr lange Füße, hier die vernünftig platziert zu bekommen. Der Kniewinkel ist hier extrem eng ausgefallen und das erzeugt dann natürlich, gerade wenn man auf der Rennstrecke unterwegs ist, wo du ein Fahrzeug doch mit viel Kraft auch noch bewegen musst, weil du schnelle Richtungsänderungen machst, erfordert viel Kraftaufwand. Und da gilt es vielleicht, das eine oder andere anzupassen, eben entweder Sitzposition bzw. auch die Fußraster. Ich meine, ich kann mich mal kurz draufsetzen, um das ein bisschen zu demonstrieren. Wenn man sich das anschaut, so ist die Ergonomie wirklich gut gelungen. Also der Abstand vom Sitz zum Lenkkopf nach vor passt sehr gut. Es ist nicht extrem, aber es ist auch nicht zu aufrecht. Das gefällt mir eigentlich gut. Was ein bisschen das Problem ist an dem Fahrzeug, wenn man es Problem nennen möchte, weil das ist ja wirklich von der Körperstatur ja auch abhängig. Also für größere Leute oder größere Fahrer, so meiner Größe und größer, sieht man hier jetzt sehr deutlich, wie eng der Kniewinkel dann ausfällt. Und das ist natürlich, gerade beim Schnellfahren, bedeutet es unheimlich viel Anstrengung und Kraft. Hier würde es eben extrem Sinn machen, was man mal ein Fahrzeug auf einer Rennstrecke umbaut, sowieso kein Problem ist, wenn man andere Verkleidungen verwendet etc., andere Fußrasten. Da muss man halt darauf aufpassen, dass der Abstand zwischen Fußraste und Sitz etwas größer wird. Weil das ist das, was dir dann im Fahren enorm viel Energie kostet. Gerade wenn man Lederkombi auch noch anhat, man kann sich das gut vorstellen, das sperrt dann da oft teilweise ab, man kriegt dann ein bisschen tauben Fuß. Und das ist was man, gerade wenn es Richtung Rennstrecke geht und man größer ist, optimieren sollte. Machen wir auch eigentlich konstant, weil dadurch das Fahren ganz ein anderer Eindruck wird. Man sitzt entspannter drauf, man hat ein besseres Gefühl zum Motorrad, weil man kann sich vorstellen, wenn man aus einer kompletten Kniebeuge, wie man es da hat, aufstehen möchte, ist es mehr Kraft oder benötigt es mehr Kraft, als wenn man nur aus so einer Position aufstehen möchte. Ne? Und genau das ist der Punkt, was man hier anwenden sollte, um mit dem Fahrzeug auch sehr lange Distanzen unter Druck fahren zu können, ohne dass es zu ermüden beginnt. Also das ist einer der Punkte, glaube ich, oder einer der wenigen Punkte, wo man wirklich ein bisschen eine Kritik anbringen kann. Man muss aber Honda zugute halten, das darf man auch nicht vergessen, die konstruieren solche Fahrzeuge ja auch für den Durchschnittsfahrer. Jeder kennt so den Durchschnittsjapaner, der hat nicht unbedingt unsere Größe. Und natürlich muss man auch an sowas denken. Und da ist es, denen kommt es natürlich wieder zugute, wenn der Sitz nicht zu hoch angesiedelt ist. Also man kann da nicht von Manko reden oder ich würde nicht von Manko reden, sondern da geht es wirklich eigentlich nur darum, für den Großteil der Fahrer hier ein vernünftiges Paket zu machen. Und dafür ist es gut gelungen. Für unsere Größen, wenn wir es im europäischen Raum haben, wo man sagt, ja, 1,80 und größer ist jetzt nicht so eine Seltenheit, da zahlt es sich aus, ein bisschen anzupacken an dieser Position, damit einem das Leben leichter fällt, aber dann funktioniert das eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Super. Martin, Weltklasse und ich meine, wie gesagt, also für mich, ich habe immer Freude, wenn ich die Sieg auf der Feier bläht, weil man denkt, jawohl, der gehört dort auf, der kann richtig damit umgehen. Und ich glaube, diese Maschine ist wirklich 30 Jahre Fireblade, das ist ein echt würdiger Wurf. Absolut. Also wie gesagt, bis zur SC77, das ist eigentlich der Vorgänger von der 82er, hat sie nicht wirklich viel getan. Honda hat immer leichte Modifikationen und Verbesserungen gemacht, aber so der große Wurf war eigentlich ab dem Modell. Und da muss ich sagen, da war ich selber so begeistert. Du kannst dich erinnern, die letzten ein, zwei Jahre, wo ich dann gesagt habe,
auf, da beschäftige ich mich mit dem Fahrzeug, da möchte ich mal schauen, was mit dem machbar ist, weil die Basis schon so gut ist. Ja. Und das macht es dann natürlich auch im Optimierungsbereich dann um einiges leichter, als wenn du von Haus aus schon Problemstellen kaschieren musst. Ja. Und das hat es bei der Honda eigentlich kaum gegeben. Und das war eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, da knie ich mich jetzt rein, beschäftige mich mit dem Fahrzeug, weil das hat mir gefallen. Mein Herz schlägt sowieso immer schon für Honda. Ja. Ich habe meine ersten großen Erfolge mit Honda gefeiert und natürlich ist das Fahrzeug hat bei mir offene Türen eingetreten, kann man so schön sagen. Und das hat wirklich Spaß gemacht, mit dem zum Arbeiten. Bis heute, wir haben in der Box auch eine stehen zum Testen und zum Probieren, wo man sehen kann, wenn man wirklich diese Kleinigkeiten anpasst, wie sich das dann anfühlt. Also das ist wirklich, ich bin da echt begeistert und ein tolles Fahrzeug, was Honda da hingestellt hat. Ja. Martin, haben wir irgendwas nicht angesprochen, wo du gedacht hast, oder wo du denkst, das wäre eigentlich nur ein wichtiges Detail gewesen? Eigentlich wenig, weil wenn man sagt, es funktioniert alles sehr reibungslos, trifft es das eigentlich sehr gut. Wenn man die Elektronik hernimmt, die gut einstellbar ist, super eingreift, auch wirklich stark reduziert, wenn es sein muss, aber auch viel Freiheiten lässt. Der Quickshift, der samt dem Blipper, funktioniert mittlerweile super gut. Es gibt da nicht wirklich Zonen, wo ich sage, da müsste man Hand anlegen. Also auch das wirklich eine Top-Geschichte. Der Motor ist sowieso ein Sahnehäubchen, weil, wie wir schon vorher gesagt haben, 15.100 Umdrehungen das abzuliefern. Und zwar extrem vibrationsfrei, komplett linear. Ich habe dir damals die Leistungskurve gezeigt von unserem Prüfstand, was das Vorgängermodell, also schon die 82er, aber die 2020er, abgeliefert habe in der abgestimmten Version. Ist ja wirklich sensationell. Das ist wie ein Elektromotor. Man hat ein sehr breites Leistungsspektrum, das man verwenden kann. Also es gibt nicht wirklich viel zu mosern. Das Einzige ist in der Serie wirklich vielleicht die Sitzposition. Aber wenn das Einzige ist, wo man sich beklagen kann drüber, dann muss ich sagen, dann hat man schon viel richtig gemacht bei dem Fahrzeug. Ja. Martin, du, dann danke dir ganz herzlich. Viel Freude noch mit der Fireblade und ich meine, wie gesagt, sehr, sehr würdig. Verabschieden wir uns, oder? Ciao, Papa. Tschüss. Bis euch. Ciao.